So, was ist mit meiner Runde Live? Ich versuche meinen Ringmaster zu leveln. Wir haben jetzt halt so gefühlt keine Party. Ja, aber gut. Genau, Ringmaster muss auf 110, glaube ich, war der Plan oder irgendwie so eine Art. Glaube ich, oder? Bin mir gar nicht mehr sicher. Genau, Awakeness haben wir vielleicht noch so ein bisschen zumindest, weil. HP ist dann irgendwie so ein bisschen Fehlanzeige, leider. Und genau, später fahren wir uns noch unser Equipment. Oder sollen wir direkt unser Equipment farmen? Wo sind meine komischen Awakes-Calls? What the fuck? Bin ich blind? Hä? Wo sind die hin? What the fuck? Scam? Bin ich blind? Lol, was? Wie heißt Dinger? Scroll? Ich kann mir schon richtig vorstellen, Dani sitzt hier. Er schaut wahrscheinlich gerade zu und denkt sich so: Oh nee, schon wieder, Mann. Hä, aber. Habe ich auf No geklickt? Hab ich auf No geklickt? Habe ich wirklich auf No? Alter, ich habe halt Migräne gehabt, so den ganzen Tag, und ich hab mir so viel Zeug reingepfiffen, dass es irgendwann endlich mal wegging. Und ich glaube, ich stehe einfach generell neben der Spur. Alter, wenn ich das nochmal rewatch und hier wirklich einfach ich zweimal auf No geklickt habe, dann ist vorbei, Mann. Schönes Support-Equipment hier. Schön. 4 Thermia. Yay, nice. Okay, vergessen wir es einfach. Okay, warum habe ich so wenig HP eigentlich? Ich verstehe es nicht. Warum habe ich keine HP? 17,6k sind pur STA. Verstehe ich nicht. Da kommt Setti. Okay, Quest. New Quest. Haben wir nicht. Fanbubble haben wir doch auch. Haben wir Fanbubble? Nehmen wir auch nicht. Haben wir auch nicht. Haben wir das? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, was wir gefarmt haben. Burner Key. Ne, haben wir glaube ich auch nicht gefarmt. Ah, hier war was. Quest in Progress. Oh, Level Up. Nice. Schön. Time Material, was ist das? Nehmen wir noch nicht. Kamera? Ich glaube schon, oder? Oder nicht? Mera Hook, glaube ich, haben wir gefarmt, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, Alter. Ich habe keine Ahnung. Oh, komm, irgendwas. Dump Tires auch nicht. Okay. Ne, haben wir sowieso nicht gefarmt. Da waren wir eh nicht. Habe ich noch irgendwas? Okay. Gut, ich würde sagen, das passt soweit. Ne, das glaube ich passt schon. Gut, okay, da kann 3 oder so. Ach, der andere kann ja nicht fliegen. Oh nee, kann nicht fliegen. Scheiße, wir brauchen einen Leech, der fliegen kann, oder wie? Oh, warum ist Life so unpraktisch immer? Oder gibt es überhaupt noch eine XP? Unterschied, wenn ich jetzt allein level oder wenn ich jetzt. Will ich das jetzt testen? Ich weiß nicht. Nee, ich will das nicht testen. Ach ja, komm, dann verschwenden wir schnell eine Folge und leveln einfach den anderen Charakter. Ist das halt irgendwie uncool, aber. Naja. Achso, wir haben den Ringmaster, der konnte buffen, okay, ja. Wir werden anfangen. Mal schauen, was der jetzt oder der jetzt an HP kriegt. 58 jetzt schon. Ach, sind eh Level 20. Okay, gut, passt. Ringmaster Buffs habe ich sonst, glaube ich. Nee, habe ich sonst keine mehr. Okay. Naja, gut. Also, hier Attack scheint schon recht gut zu sein, irgendwie. Was haben wir hier noch? Okay. Ah, das passt eigentlich. XP, Level 3. Und ich habe aktuell wieder kein Ampli hier ready. Das ist natürlich ganz blöd. Also, jetzt sind so viele Event-Monster einfach. Wir können diese Dinge auch wirklich ziemlich gut AOE nehmen. Wir fällen gerade auf.
Was Spieler ich meinen? Okay, ich spiele Knight. Das ist. So lala. Vielleicht können wir das Ganze mit einem Ringmaster machen oder so. Bin ich mir nicht sicher. Mal schauen. Aber hier ist echt richtig viel los. What the fuck? Alter, schaut euch mal das hier an. Vielleicht sollte man es wirklich machen, bevor man anfängt zu leveln. Ich meine, geben die sogar irgendwelche EXP, also EXP-Items oder so? Dachte mir zumindest. Okay, naja, gut. Okay, Level 9 schon. Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich fast egal, wie hoch das die Rates sind auf dem Server. Du hast am Anfang gefühlt irgendwie immer, nicht immer, aber fast immer, so die, ja, ich weiß nicht, wie soll man sagen, es dauert irgendwie immer gleich lang gefühlt. Es ist echt egal, wie lang oder wie hoch das die Rates sind. Ich meine, klar, wenn es das Instant auf Level 60 und so gehst, dann okay, gut und so, aber wenn es das nicht der Fall ist, dann, also gefühlt macht das nicht viel Unterschied. Also ist hier ob Low Rate oder Mid Rate, du hast irgendwie am Anfang immer so, du bist am Anfang nur mit Laufen beschäftigt gefühlt. Und ja, wenn man jetzt hier vielleicht dann noch auf Level 15 kommt und jetzt nicht zum nächsten Monster in der Brücke laufen muss, dann okay, dann ist auch ein Unterschied, aber so aktuell ist halt, keine Ahnung. Und es geht eigentlich sogar im Prinzip ziemlich gut. Ach nee, wir brauchen eh Level, scheiße. Okay, mit Mount geht's eigentlich auch ganz gut. Ne, mir fällt gerade ein, wir brauchen sowieso Level 20 zum Fliegen dann. Außer man kann schon früher fliegen. Aber das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ey, Mounts sind doch wirklich auch so eine Erfindung in Flife. Die sind doch einfach göttlich, oder? Ich meine, Mounts und Fluggeräte, ganz im Ernst, was nehme ich jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Ganz egal. Ich weiß es nicht, aber Fluggeräte und Mounts, ich finde, das gehört einfach zusammen. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass es in Flife irgendwie nicht so selbstverständlich ist, denn ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie, man hat es halt damals, man hat irgendwie so die Mounts konnte übersehen, man hat gedacht, okay, Fluggeräte, erstes Game, wo man fliegen kann, das Game heißt Fly for Fun und so weiter. Und da braucht man Fluggeräte. Ich meine, klar, der Gedanke ist natürlich richtig und so, aber ich finde, man hätte es auch ein bisschen weiterführen können und darauf kommen können, okay, Mounts oder Hybrid-Mounts, also diese Flug-Hybrid-Dinger. Ist es ein Dungeon oder ist es ein Mass-Dungeon? Ist das ein... Lol, mit Eingang verändert, okay, gut. Gut zu wissen. Ey, Mars Minus ist doch wirklich auch so OP irgendwie, wenn man sich mal drüber nachdenkt. Oder man sich mal drüber Gedanken macht, sollte ich sagen. Also ich meine, im Offi damals, ganz am Anfang damals im Offi. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das hier überhaupt gebalanced ist. Aber damals, man konnte hier drin so viele Oris Moons farmen. Also bevor das Ganze dann zu diesem Yggdrasil Dungeon wurde, hier zum Beispiel schon Moonstone. Man konnte hier drin sich zu Tode farmen, wirklich, ohne Witz. Und ich denke mal, die meisten wissen es auch noch, also... Und ich meine, damals waren irgendwie so Moons und Oris teilweise, ich weiß nicht, was waren die Werte, 200k? Oder 2 Millionen sogar? Ich weiß gar nicht genau. Also wirklich schon recht viel irgendwie wert. Und das hat sich natürlich dann verändert und irgendwann wurden die, so wie alles, einfach komplett inflationär auf dem Server geschwemmt. Oder generell ins Spiel geschwemmt. Und ich weiß gar nicht, warum hat sich das überhaupt geändert? Warum oder wann wurden Moons und Oris wertlos? Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass es eben dann erst durch die neuen Upgrades und so kam. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja keinen Sinn. Aber wann war das? Und warum? Haben die Droprate damals erhöht oder so? Ich weiß es halt echt gar nicht mehr. Lass uns mal überlegen. Okay, 18,5 KP. Fly for fun. Das Ding.
Ah, kann man stacken? Oder nicht mal so ganz stacken? Eins kann man stacken, okay. 94, lol. Minimal Lost, glaube ich. Ah, ich will dann auch nicht in die Wüste hinter. Warte mal, welches Level haben die hier? Ich weiß genau. So geht nicht. 99, glaube ich, waren die, oder? Die und 104. Ne, 109, oder? Ups. Oh Mann, ey. Ja gut, hier können wir eigentlich auch ganz gut drin leveln. In der Theorie zumindest. Alter, wie es hier wimmelt, man. Holy shit, ey. 4? Hä? Bin ich behindert oder was? Waren die anderen gerade nicht 94? Hä, was? What? Hä? Du hattest gerade einen Glafar mit Level 94, oder? Hä, jetzt im Alter, was? Was passiert heute? What the fuck? Bin ich so neben der Spur? Nee, hey, es gibt's. Hier war doch gerade eindeutig 94 gestanden, oder? Ich bin doch nicht blöd. Ja, ich nehme schon Rest 3. Alter. Fuck my life, Alter. So, okay. Oh, AOE Range ist angenehm, okay. Oh, AOE Cooldown ist auch angenehm, okay. Ich glaube, wir werden richtig Spaß haben. Machen die mehr als 1,8k Damage? Gut, die machen jetzt. Ja, auch nicht so viel Damage. Ah ja, gut, okay, da war. Weapon Level? Ah, Weapon Level! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Okay, gut. Nein, Alter, nee, was mache ich denn gerade? Nein, oh Gott, ich bin heute zu inkompetent für alles, das ist unglaublich. Gut, die hier können auch schon sterben. Und dann will ich noch. Wo ist mein Pet? Habe ich kein Pet oder so? Hallo, Pet? Sam, ich habe kein Pet hier oder so eine Scheiße. Habe ich mein Pet schon benutzt? Hey, was? Ich bin hyper verwirrt heute. Ist andere Ding handelbar? Warte mal, kann ich das handeln? Bitte sagen wir, das ist handelbar. Ach komm, ey. Hey, ich kann nicht mit anderen untraden, wenn ich fight. Okay. Ach komm, das geht einfach mal drauf hier. Das gibt's doch gar nicht. Cold Milk. Okay. Schön. Ich meine, es gibt auch E-Pickup. Komm. Wisst ihr was? Bevor jetzt mein Leech die ganze Zeit stirbt, wir gehen oldschool. Wir gehen komplett oldschool. Alter, was hier alles droppt. What the fuck? Was laufen wir für Events? Okay, okay, das Ding. Eventbox? Achso. Genau das gleiche habe ich schon. Ne, habe ich nicht ganz. Okay, mehr XP, schön. Was habe ich noch alles gedroppt? Ich habe keine Ahnung. Hier nochmal Speed. Softshock, ich habe alles. Ich hab wirklich alles. Okay. Ja, schön, okay, wir haben jetzt definitiv. Jetzt haben wir wirklich einiges. Was haben wir jetzt dann? 2,1k. Okay, HP sind auch ein bisschen gestiegen. XP habe ich jetzt gar nicht aufpasst, irgendwie. Alter, die ganzen Monster. Gut, irgendein Summon Skill wäre, glaube ich, noch ganz nice und so, aber ist jetzt nicht so dramatisch. 7 Millionen Damage gedealt, okay. Alter, 4k AOE Damage. Weapon Level increased.
Okay. Slangs, okay. Ja. Also damit kann man arbeiten. All diese Bananen einfach, man. Holy moly. Ich glaube, kann einfach irgendwie durchlaufen, Dauer-AOE machen oder so. Ist richtig, richtig, richtig oldschool irgendwie. Code. Alter, ich hätte aber schon ganz gerne Summon-Pad, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich will sie nicht extra umlocken, wieder herfliegen und. Komplett scheiße. Oder gibt es irgendwie. Meint ihr, es gibt irgendwie im Event-Shop oder im Cash-Shop oder so irgendein temporäres Gedöns? Sind die handelbar? Sind handelbar, glaube ich sogar. Lol. Alter. Ja, genau, Alter. Wo gibt's den Shop? Premium-Shop. Och, einloggen. Nee, ich will nicht runtertappen. So, okay. Ich weiß von Preventions aus. Lass mich doch einloggen. Loading. Jetzt geht's, okay. Item Shop, Vote Shop, Piotr, Geschenk, Amumu, was macht der? The Gift is Set, okay, schön, ist das ein Sammelpad oder nicht? 1400 Punkte. Was macht das? Geschenk, Amumu, was aber. Ich kauf's einfach, scheiß drauf. Oh nee, jetzt muss ich auch noch relocken. Oh. Ich weiß, es gibt irgendeinen neuen Shop oder so. Den habe ich jetzt gar nicht angeschaut. Warte mal, wir gehen ganz kurz mal schnell aufs Board. Und auf die Wolke 7. Fashion Store. Okay, hier. Pets, Rare Pets. Fashion. Okay, Alter, die Preise. Ne, das hilft nichts. Okay, ich muss mal ganz kurz eben blocken. Bin gleich wieder da. Okay, dann bin ich mal gespannt, was ich das bekommen habe. Ich hoffe, irgendein. Ah, hier ist was. Da ist es. Oh, ist das sogar ein Buffpad? Oh. Zwei Slots, das ist okay. Ja, das ist okay. Ich finde irgendwie so, ein Fleisch ist es. Ich meine, ihr wisst, ich bin momentan wirklich so deep in Minecraft drin. Und die Konkurrenz unter Minecraft-Server ist natürlich gigantisch. Also dagegen ist die Fleisch-Konkurrenz hier nichts. Also. Da wird halt wirklich, das ist halt wirklich ein Battle. Also, dagegen ist es hier Frieden. Also, und da geht es halt wirklich um die Konzepte und um Ideen und um möglichst langen Spielspaß und allen möglichen. Die Vote-Belohnungen müssen immer aktuell sein, die müssen immer spannend sein, sie müssen sich immer ändern. Irgendwelche Lootboxen, die müssen sich wirklich quasi schon wöchentlich oder teilweise spätestens monatlich ändern. Ansonsten ist es halt einfach schon langweilig irgendwie. Also für die Spieler. Und so ein Fly-Fish ist es halt so anders. Einfach anders. Und ich finde es halt ganz cool, dass die hier zum Beispiel sowas wie einfach mal ein Buffpad drin haben. Ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen was anderes, als vielleicht viele andere Server drin haben. Und das finde ich halt irgendwie nett, also. Finde ich eine nette Idee und, erzähl mir nicht, dass ich nur diese Dinger kriege. Und ja, also da muss ich halt einfach sagen, finde ich eine Idee, was eigentlich viel mehr aufgreifen könnten und sollten. Aber halt so gefühlt irgendwie weniger machen. Also dieser Weed Salad. Alter. Okay. Mehr Weed Salad als Snoop Dogg oder so. Ey, die AOE Range ist wirklich angenehm. Okay. Naja, es läuft eigentlich ganz gut. Mit seinem Level abgemacht. Im Prinzip, glaube ich, kann man hier echt Dauer AOEen. Ich denke mal, wir müssten es überleben sogar. Ey, AOE Ring Master, es ist scheißegal auf welchem Server. AOE Ring Master ist immer nice.
Ja, change my mind. Aber AOE Ringmaster ist immer nice, wirklich. Wenn du damit noch tanken darfst und so, dann ist es natürlich noch nicer. Aber so allgemein gesehen ist es halt immer echt eine richtig coole Klasse irgendwie. Huhuhu. Alles klar. Das war viel Damage. Das war fast zu viel Damage. Ja, alles entspannt. Alles entspannt. Ganz entspannt alles. Keine Probleme. Alles bestens, alles super. Na, passt doch, oder? Ich glaube, Tropfen. Alter, was will ich alles Tropfen, Mann? Ach, das ist neu, dieses Soft Chocolate. Dass die hier rauskommt, okay. Ich meine, ich finde halt solche Veränderungen immer richtig wichtig. Und ich finde das sogar fast wichtiger, als irgendwie alle paar Monate eine neue Season zu machen oder so. Ich meine, eigentlich finden es auch viele Spieler in der Regel immer recht wichtig und cool, wenn es zur richtigen Zeit kommt und so. Aber, ja, es wird irgendwie gefühlt immer so ein bisschen unterschätzt irgendwie. Und ich finde es einfach cool, hier sind wirklich viele Events und regelmäßige Events und hat eben jetzt gerade solche Sachen wie hier, drop dies und das und einfach, wenn du ins Game reinkommst, in Flive reinkommst oder generell ins Game reinkommst, ganz egal welches Game es ist, und du machst das, was du immer machst und es passiert einfach was anderes. Es kommt hier ein anderer Inhalt raus, es sind andere Monster da, es sind andere Drops von den Monstern da und das ist halt irgendwie einfach cool, wie ich finde. Und sowas wird halt von den meisten Servern halt irgendwie komplett ignoriert gefühlt. Das machen halt irgendwie nur wenige. Also viele zumindest, weiß nicht, die kehren das so ein bisschen unter den Tisch irgendwie. Wie ich finde zumindest, also ja. Alter, wie schnell wir hier leveln und also unser Stick leveln. Ey, das ist doch auch unnormal, oder? Ich meine, okay, es ist ein Guardian-Stick und so, aber trotzdem, Alter. Wie schnell bitte? Das Ding ist nur plus 1, lol. Oh mein Gott, das muss auf plus 3 werden, das Ding. Ey, gebt euch das halt einfach mal. Ey, Ringmaster ist halt so nice einfach. So, wie viel Damage machen wir jetzt? 100 Damage mehr ungefähr, okay, das passt. Okay, aber ich bin schon wieder. Oh, RIP. Ich bin schon zeitlich so weit drüber raus. Deswegen würde ich sagen, ich beende erstmal die Folge und ja. Noch kurze Zwischenbilanz. Power-Ups haben wir jeweils 7, 25, 17, 12. Weapon Level 50, okay, das klingt nett. Haben wir sonst irgendwas gedroppt? Irgendwie, also Boxen haben auch wirklich massig gedroppt. Ja, das ist ganz nett. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.